Yo, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, zu meiner Kochshow. Kann man ja auch sehen, ich bin hier schon perfekt angezogen. Ja, heute machen wir Muffins. Letztes Mal haben wir Pfannkuchen gemacht und heute machen wir Muffins. Ja, wir steigern uns langsam. Wey. Und ja, also die Muffins sind nicht schwer, so für Leute in meinem Alter. Ja, und dann würde ich sagen, ich zeige jetzt die Zutaten. Okay, also wir haben 200 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 150 Milligramm Milch, 120 Gramm Butter und 2 Eier. Und dann fangen wir auch mal an. Okay, jetzt als erstes schlagen wir die Eier auf. Dafür nehme ich nochmal eine extra Schüssel. Okay, ich gebe erstmal die Eier rein. Und dann muss ich den Zucker noch wiegen. 120 Gramm Zucker. Und jetzt 120 Gramm. Ja, ich habe 140 gemacht, deswegen muss ich ein bisschen wegnehmen. 127. 124. Ja, 122 ist, glaube ich, auch okay. Das tun wir dann auch noch in die Schüssel rein. Dann als nächstes Vanillenzucker. Da tun wir alles rein. Komplette Packung. Okay, jetzt rühren wir das Ganze an. Die Stufe ist egal. Also ungefähr so 2 Minuten lang umgerührt. Dann als nächstes Butter. Von Butter brauchen wir auch 120 Gramm. Jetzt sind wir schon bei 80. 134. Das ist ein bisschen viel. 121. Fast genau auf den Punkt. Und als nächstes. Okay, jetzt tun wir die Butter auch noch rein. Das rühren wir dann auch noch um. Okay, jetzt tun wir 200 Gramm Weizenmehl rein und das müssen wir natürlich wieder abwiegen. Okay, 205 Gramm, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Okay, jetzt tue ich 2 Teelöffel Backpulver in das Mehl rein. Das reicht. Und das tun wir dann in unsere Schüssel. Okay, ich habe gerade einen schönen Tipp erhalten, dass ich erst die Milch noch machen soll und das nicht alles auf einmal reintun, weil das fliegt wahrscheinlich dann rum. Die Milch messen wir dann auch nochmal ab. Dafür haben wir hier unser Glas. Machen wir wieder unsere Waage an. 150. Okay, ich habe 160. Aber ich glaube, ist auch nicht so schlimm. Also erst ein bisschen Mehl, dann ein bisschen Milch sozusagen mitgeben. Okay, ich kratze jetzt nochmal dieses Mehl, was hier übrig ist, hier an den Seiten, nochmal runter und dann rühre ich das um. Insgesamt so 5 Minuten. Okay, das reicht. Das waren jetzt insgesamt 5 Minuten. Füllen wir unser Backblech mit diesen Papierdingern. Muffins, Blechdosen. Ich mache bei jedem erstmal was rein, nicht wirklich viel, und dann mache ich die später alle gleichmäßig noch voller. Mir ist was gerade einem noch eingefallen. Wir müssen ja noch den Ofen vorheizen, das habe ich jetzt vergessen. Wo wohnt jetzt 180 Grad, ungefähr hier. Ja, 180 Grad ist nicht da, ist hier. Ich bin mal 220 und zack, 180. Dann können wir unsere Muffins schon fertig machen. Also das kann man vielleicht auch früher machen, nicht so spät wie ich jetzt, damit der Ofen schon mal warm ist. Und übrigens, ich habe 2 Löffel, damit ich das immer abkratzen kann, weil bei einem hängt es dann immer. Okay, wir haben jetzt unsere Muffins fertig. Also wir haben auf jeden Fall die Konsistenz jetzt da reingetan, den Teig, keine Ahnung. Wir machen so die Hälfte, also es sind 12 Stück, es reicht für 12 Stück, die was wir jetzt gemacht haben. Und die Hälfte mache ich jetzt mit Schokolade und die andere Hälfte schaue ich mal, ob wir noch irgendwas haben, damit wir das vielleicht später mit Glasur oder irgendwas anderes machen können, weil es ja langweilig wenn alle. Es sind auf jeden Fall einfach so Schokoladenbonks. Nicht so nah. Und ich habe sehr gekleckert, ich weiß, wenigstens sieht es nach Muffin aus. Ja, das war jetzt über die Hälfte, mein Mathe ist nicht so gut. Ja, die anderen lassen wir einfach im Ofen und später können wir doch mal schauen, weil so wie ich weiß, schmilzt diese Schokolade nicht und dann können wir später nochmal was anderes drauf tun, weil wenn ich jetzt Streusel drauf machen würde, schmilzt das ja ein. Und ja, deswegen unser Ofen, können wir mal schauen, ob der schon warm ist. Ja, spürt man schon sehr. Okay, dann nehme ich meine Handschuhe. Und jetzt kommt es in den Ofen, circa 20 Minuten. Und ja, bei 180 Grad oben, Ober- und Unterhitze. Okay, zeigen. Das war's dann bis jetzt. Also kurze Zusammenfassung.
Wir haben die Zutaten gehabt, dann haben wir die abgemessen, dann haben wir die in eine Schüssel reingetan und dann gemixt. Dann haben wir es hier reingefüllt und dekoriert. Und das war's auch schon. Muffins sind nicht wirklich schwer zu machen. Deswegen macht's mal nach und testen. Ich glaube, ich gehe noch später zu Giovanni und dann lasse ich ihn auch noch mal kurz einen testen. Ja, ich würde dann sagen, bis später, bis die Muffins fertig sind. Auf jeden Fall, wir wollten eigentlich gerade die Glasur machen, aber hinter der Kamera steht, hat vergessen aufzunehmen. Aber auf jeden Fall, wir haben ein bisschen Puderzucker genommen, so einen halben Esslöffel, ein paar Zitronentropfen, ich weiß nicht, 10 oder so, halt so, dass man es umrühren kann. Man kann es jetzt hier auch nochmal sehen. Hier an dem Pinsel kann man es, glaube ich, sehen. Das soll so ein bisschen glibberig aussehen, ja. Dann schmieren wir die, wenn die Muffins kalt sind, mit Streuseln nochmal drauf. Schauen wir mal, wie die Muffins sind schon. Okay, die gehen schon auf. Auf jeden Fall, da wo ich gekleckert habe, ich glaube, es brennt gerade an, egal. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich. 2 hours later. Das war ungefähr 20 Minuten lang da und ja, also wir haben es so ja, 20 Minuten ungefähr. Jetzt würde ich sagen, es wird schon rausholen, kann man auch nochmal zeigen. Das okay, machen wir mal den Ofen aus. Guck mal, meine Brille. What the fuck, Alter. Junge, das hat sie jetzt nicht erwartet, aber. Okay, dann haben wir hier unsere Muffins, kann ich vielleicht auch nochmal unter dem Licht zeigen. Ja. Okay, das sind jetzt die fertigen Muffins. Ich gehe dann schon mal zu Giovanni und dann sehen wir seine Reaktion auch nochmal gleich auf die Muffins. Das sind die Muffins. Phrase mit Schokolade, paar nicht. Dann sage ich jetzt schon mal Danke fürs Zuschauen. Und jetzt kommen dann noch gleich die Reaktionen und Geschmackstests. Selber gebacken, gekocht. Digga, ich habe da nicht reingeschissen. Kann schon probieren. Aber sag ehrlich, ich meine, wenn es nicht schmeckt, dann schmeckt es nicht, Digga. Du weißt, ich bin, wie nennt man sowas? Digga, du bist Jumbo von Galileo, Digga. Jumbo von Galileo. Genau. Sehr Test geil. Einfach, Digga. Beiß rein, Digga. Ich habe selber noch nicht probiert. Du bist gerade der Erste, der es ist. Mhm. Was sind die Kriterien? Gibt es da was zu verbessern, oder? Von außen echt geil. Knackig. Von innen. Von innen. Nein, das ist echt von innen echt geil, Mann. Aber außen, was ist das? Zitronending, oder was? Mhm, Glasur. Das auch selber gemacht. Sehr gut, Digga. Seitdem gebe ich... Ja, 8 von 10 Punkten. Das ist nicht schlecht. Das ist sehr gut. Das hört sich gut an. Jetzt, von dem erwarte ich viel, Halil. Der Schoko, Digga. Junge, das ist der Schoko, Digga. Das ist so der Big Mac von Maggie, Digga. Okay. Tschüss, Alter. Gönn dir. Bruder, was kostet deiner? Bruder, die kommt drauf an, weil das ist ja von mir gemacht. So, weißt schon. Kostet halt einmal testen, Digga, für Video. Halil, das ist echt gut, Digga. Echt? Bei Gott, das ist gut. Besser das ist gerade mein allererstes Mal Muffin, Digga. Schmeckt der nicht irgendwie... Gammelig, so ein bisschen. Die schmeckt null gammelig. So ein bisschen fettig oder so kann das sein, nicht gar nichts. Die schmeckt besser als meine Muffins. Oh, das hört sich gut an, du. Das hat sich gut angehört, Digga. Okay, jetzt kommt meine Reaction nochmal. Also, was ich hier schon mal kritisieren muss, es geht hier schwer ab, Digga, das ist nicht so gut. Ah ja, aber jetzt kommt ein fetter Biss, Digga. Mhm. Man könnte denken, es sind gekauft, schmeckt gut. Ja. Das ist deine Reaction, schmeckt gut. Vulnerable.